Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Top oder Flop, der Videoreihe, in der ihr gefragt seid, denn ihr müsst oben mit abstimmen, ist dieses Game ein Top oder Flop, und wir spielen heute Momodore, ja? So wie ich gelesen habe, den vierten Teil davon. Ich kenne die Reihe leider nicht. Wir steigen einfach direkt mal einen vierten ein. Was können wir eigentlich bei den Einstellungen eingeben? Ah, bestätigen, okay. Effekte, Bild, Vollbild, Grafik hoch. Ich glaube, dieses Spiel ist tatsächlich auch schon etwas älter. Ich weiß es nicht, von daher gucken wir einfach mal. Komme ich irgendwie nach ganz unten? Dankeschön, zurück. Ach ja, mit A bestätigen, gut. Momodore, ja, wir fangen einfach mal direkt an. Spiel ist sogar auf Deutsch vorhanden. Wir nehmen A ist Springen, S ist Nahkampf, D ist Angriff auf Distanz, Q ist Rollen, Gegenstand, Gegenstand wechseln. Ach du Schande. Einfach für Leute, die Videospiele nicht gewöhnt sind. Und wir spielen es auf normal. Ich habe keine Ahnung bei der Steuerung gerade, ob das sinnvoll ist. Auf jeden Fall sieht es etwas pixelig aus, aber das macht nichts. Pixelspiele können durchaus auch interessant sein. Ich fürchte, ich kann dich nicht noch weiterbringen. Herr A. Es tut mir leid. Alles, was näher an der Stadt ist, wäre zu gefährlich. Allerdings sollte das kein Problem für eine Priesterin wie dich darstellen. Okay, wir sind also eine Priesterin. Mit einem Blatt zu kämpfen muss schwer sein. Mit einem Blatt zu kämpfen. Okay. Aber ich glaube daran, dass du den Fluch versiegeln wirst. Er ist immerhin auch in dein Land vorgedrungen, nicht wahr? Für den Moment wäre es das Beste, eine Audienz mit unserer Königin anzustreben. Okay, hier können wir mit laufen. Es tut mir leid, alles... Ja, das kennen wir ja schon. Okay. Hoch. Hoch und runter. Springen. Okay, wir kriegen es aber nochmal im Spiel erklärt. Das ist gar nicht schlecht. Was? Springen und in der Luft um. Achso, ein Doppelsprung. Okay, da muss man sich echt dran gewöhnen. Springen plus runter, um durch dünne Platten durchzukommen. Okay. Oh, ein Schatz. Kuh rollen. Nein. Okay, so machen wir das also auf. Okay. Verstehe. Nicht so ganz, aber passt schon. Wir haben es einfach zerschlagen. So. Sehr niedlich das Game bisher. Oh, was gibt's da? Mit W, um zu prüfen. Glockenblume erhalten. Mit Shift für Menü. W benutzten Gegenstand. Okay. Nee, warte mal. Shift. Ausrüstung, Titel, Karte, wichtige Gegenstände. Mit W benutze ich Ausrüstung. Okay, wir haben bis jetzt nichts. Gegenstände, Ahornblatt. Na gut. Mit W benutzen wir Gegenstände. Hätten wir hier einen Gegenstand benutzen können? Menü öffnen, W einen Gegenstand. Benutze einen Gegenstand. Okay, wir öffnen nochmal mit Shift. Mit Shift das Menü. Nein, das war die falsche Taste. Shift. Gegenstand. B. A bestätigen. Okay, wichtiger Gegenstand. A bestätigen. Wir im Inventar haben wir nichts. Ah, guck mal, da drüben hätten wir was. Ah. Give Slots. Okay. S. Oh, jetzt haben wir sie aufgebraucht. S für Nahkampf. Das habe ich schon mitgekriegt. So haben wir die Kiste aufgekriegt. Hm? Hier, wir können sogar aus dem Sprung angreifen. Und zack, ist das Ding kaputt. D, Angriff aus der Distanz. So. Upsala, springen. Komm, ich mach mal mit dem Nahkampf weg, ist einfacher als mit dem Fernkampf gerade. Ey, dieses Spiel macht echt Laune. So weit bisher. Achso, Fernkampf. A la Zelda. A la Zelda. Sehr, sehr cool, auf jeden Fall. Gibt's hier noch was?
Okay, kommt also anscheinend nichts mehr. Schlage die Glocke, um den Fortschritt zu speichern. Fortschritt gespeichert. Okay, sogar schon ein Spiel, wo es nur Checkpoints als Speicherplätze gibt. Okay, sehr interessant. U-Rolle. Einfach rübergesprungen, würde ich sagen. Eis, vergiftet. Vergiftung ist nicht gut. So. Treffen wir ihn so? Okay, das haben wir schon mal geblockt. Ein Hit hat gereicht. Okay. Oh, wir bräuchten mal Leben. Wir möchten mal irgendwas, womit wir Leben regenerieren. Ich habe irgendwie, glaube ich, mehr Leben verloren, als man hier verlieren hätte dürfen. Okay, das gibt auch kein Leben. Ich hätte gehofft, dass die vielleicht Leben geben. Hier bin ich mir nicht sicher, ob man hier runter sollte. Okay, ah, so kommen wir wieder hoch. Ah, wie cool gemacht. Okay. Paar schon nach unten. Sauber ausgewichen, würde ich sagen. Oh nein, wir sind tot. Oh Gott. Da war ich auch gerade etwas ruhig, glaube ich, ne? Hey, das ist. Eigentlich ist es gar nicht so schlecht, das Game. Und wie habe ich das gerade so. Hätte ich am Anfang gedacht, okay, nee. Warum soll ich eigentlich hier rollen? Rolle hinter deine Feinde mit Q. Okay. Man kann also, wenn man richtig Moment rollt. Nein. So. Zack und zack. Nein, zack. Das war knapp. So. Ich meine, diesmal haben wir sogar mehr Leben. Das ist schon mal gut. So. Okay, die haben wir auch gut weggekriegt. Na, komm schon. Okay, sauber. Ah, hier komme ich ja so nicht hoch. Oder komme ich bestimmt, aber so geht's einfacher. Hey, dieses Game ist. Also, eigentlich ist dieses Game gar nicht schlecht. Okay, hier muss ich wieder hinterrollen oder im richtigen Moment hinspringen. Komm mal weiter in die Ecke. Zack, dich ignoriere, weil. Aua! Eben habe ich das besser angekriegt, auf jeden Fall. Zack! Okay, wir müssen ganz weit in die Ecke hier runtergehen. Okay, da oben, der ist weg. Jetzt können wir den ignorieren erstmal. Und hier wird es jetzt wieder quasi unmöglich für mich. Okay, einfach weiter. Ich habe keine Lust, gegen die zu kämpfen. Wow, wow, wow. Aua. Hör auf mich zu hauen, du kleines komisches lila Etwas. Okay, wir müssen da sogar hoch. Ja, ich weiß, vergiftet. Geht aber, ging in dem Moment aber gerade nicht anders. Jetzt sollte der Stein weggehen, oder? Ja, perfekt. Und zack. Okay, gespeichert. Oh, cool. So, gehen wir noch ein bisschen weiter. Vielleicht einen Checkpoint schaffen wir noch. Aua. Ich will nicht sterben.
Na, Mist. So, jetzt können wir den erstmal wegmachen. So, jetzt kann der uns nicht mehr nerven. So, vielleicht doch von hier? Ja, okay, von da geht's. Okay, lieber schon wegmachen. Mit W kann man Sachen benutzen. So, voll. Okay. Kann man nicht nehmen? Schade. Ich hätte gehofft, dass das wieder so Blumen sind, die man benehmen kann. Ah, da stand ich in der Vergiftung. Oh, shit. Ne, weg. Okay, gut, dass wir relativ weit runterfallen können, ohne zu sterben. Nein, wir sind tot. Na gut, ich würde sagen, für so einen kleinen ersten Einblick in dieses Spiel reicht es auf jeden Fall. Ich finde das Game irgendwie ist ein super top. Das ist ein kleiner Geheimtipp. Ich würde aber eher dann, wenn ich das mal spiele, tatsächlich die Momodoria-Reihe von vorne anfangen wollen, so mit dem ersten Titel. Es hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Fun gemacht und wir sehen uns morgen, nein, übermorgen wieder zurück zu Top oder Flop und vergesst nicht abzustimmen. Ciao!